Hallo und herzlich willkommen zum neuen Videoblog und auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist mittlerweile der fünfte Teil, also der fünfte Vlog von diesem Terrassendach hier. Es gibt eine Playlist, da verlinke ich dir alle weiteren vier Teile. Die findest du hier oben oder dort im Eck verlinkt. Schau dir mal in Ruhe an von Teil 1 bis jetzt, wenn du es noch nicht getan hast. Heute wollen wir uns so ein bisschen mit der Verglasung beschäftigen. Im letzten Vlog ging es darum, VSG oder Doppelstickplatten. Davor ging es um die Fundamente und heute möchte ich euch mal ein bisschen erzählen, wie ich diese Monsterscheiben von 5,50 Meter Länge, 76 cm Breite und 10 mm Stärke hier aufs Dach bekommen habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, das Wetter ist richtig herrlich, die Sonne scheint und wir haben jetzt die letzten zwei Tage, wie gesagt, das VSG-Glas auf dem Dach gebracht und ich muss sagen, wir waren zu dritt, naja zu viert, also meine Wenigkeit, Steffi hat die Maschine gesteuert und ihre Mutter hat ein bisschen Balance gehalten und der Nachbar hat noch geholfen. In der Regel schafft die das Ganze mit zwei Männer und eine Frau. Also eine ganz eigentlich eine easy Angelegenheit. In der Regel, wenn ihr jetzt sowas ohne Maschine machen würdet, zur Maschine kommen wir gleich nochmal, ein Glaslifter, habt ihr wahrscheinlich schon auf Instagram und Facebook gesehen. Und ohne Maschine vermute ich mal, bei der Größenordnung braucht ihr bestimmt 6-7 Mann. Ich bin auch ehrlich, ich habe sowas mit, ja, ohne Glaslift mit 6-7 Mann habe ich sowas Großes noch nie gesehen. Also ich kenne so Scheiben 3 Meter Bereich, so 70, 80 cm Breite, das schaffst du locker mit 3 Mann. Ne? Also 6 Meter oder 5,50 Meter, das ist schon eine Hausnummer. Ja, und um die Scheiben hochzubekommen, haben wir diesen Glaslifter hier verwendet. Das ist, ja, ein Lift, sagt es schon. Du kannst hier die Füße kannst du ausklappen, links und rechts. Dann kannst du die hochkurbeln, dann ist das Ganze quasi auf einer Stelle. Also du kannst es 360 Grad hin und her bewegen. Die zwei großen Rollen hier sind eigentlich einfach nur zum Transport gedacht. Und durch diese vier Arme wird es quasi wie so eine Spinne. Ne? Oben kannst du dann verschiedene Haltevorrichtungen montieren. Wir haben jetzt hier vier Glassauger, so eine Haltevorrichtung für Glas genommen. Du kannst natürlich auch eine Platte raufsetzen und dann kannst du beispielsweise Markisen und sowas in der Höhe heben. Und ja, die Haltevorrichtung ist eigentlich ganz simpel. Du hast hier vier Glassauger und mit Pumpen pumpst dann quasi ein Vakuum erzeugst du und dadurch saugen sich die Glassauger ans Glas fest. Funktioniert sehr, sehr gut. Man sollte natürlich immer hier diesen roten Strich beachten. Wenn der sichtbar ist, dann wird es kritisch. Hat aber ganz, ganz gut funktioniert. Der Glaslifter geht bis 4 Meter hoch und hat eine Tragkraft von 120 Kilo. Die Scheiben haben 100 Kilo gewogen. Ne? Also ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken gehabt, aber hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Der Boden war auch standhaft. Darauf solltet ihr auch achten, dass der Boden das Ganze aushält, weil wenn jetzt irgendwie eine Diele nachlässt und das wegsackt, dann kippt das ganze Ding um. Ne? Ja, zusätzlich hatten wir noch zur Montage solche sechs Glassauger hatte ich bestellt, weil ich anfangs nicht ausgegangen bin, dass wir das Ganze mit so einem Glaslift machen. Und wichtig ist halt immer hier, dass die Gummis immer sauber sind, kein Staub, kein Dreck, kein Sand dazwischen ist. Wenn jetzt hier ein Sandkorn drin ist und ihr dran saugt oder das Ganze an der Scheibe festsetzt, kann es durchaus sein, dass mit der Zeit die Luft entweicht oder ihr den Glassauger erst gar nicht richtig fest bekommt. Und wenn ihr dann wirklich daran dann greift und das hebt und es löst sich so ein Glassauger, das kann schon fatal sein, ne? Genau, das dazu. Es war wirklich eine Hilfe. So ein Glassauger kann ich natürlich jetzt nicht jedem empfehlen, der jetzt beispielsweise also das kaufen möchte. Der liegt bei, ich glaube, 4.000 bis 4.500 Euro. Ist schon eine Investition für eine Firma, ne? Die das so mindestens einmal im Monat machen oder öfter im Jahr.
die können sich sowas kaufen, kann ich ganz klar empfehlen. Den Link werde ich auch unten in der Videobeschreibung mal packen. So wie auch ein Video, wenn du beispielsweise keinen Glassauger hast oder keinen Glift zur Verfügung hast, da auch nicht rankommst, dann packe ich dir mein Video von der Firma Steda in die Videobeschreibung hinein. Die zeigt dir, wie du die Scheibe auch ohne Glaslift hochbekommst. Es gibt so ein System, ziemlich einfach eigentlich, du brauchst zwei oder drei Leitern. Wie gesagt, für die Länge der Scheiben brauchst du mindestens sechs Mann. Ansonsten 3 Meter Scheiben, 2,50 reichen auch 3 Mann aus. Und dann könnt ihr das Ganze mit einem bestimmten System oder bestimmte Technik, könnt ihr es auch Stück für Stück dann hochsetzen. 100 Kilo Scheiben, ja, haben schon was gewogen, aber es ging. Ne? Also wie gesagt, wir waren jetzt zu viert bzw. zu dritt mit so einem Glaslift, geht ganz gut. Und was natürlich noch ganz nützlich war, um das Glas, das hätten wir hier unter dem Carport stehen gehabt. Und tragen ist natürlich sehr schwer mit zwei Frauen und einem Mann oder auch zwei Männer alleine. 100 Kilo Scheibe ist, sollte man nicht unterschätzen. Da habe ich mir so einen Plattenwagen bestellt. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass man Platten in der Tischlerei, in der Zimmerei, je nachdem, dass man Platten hin und her schieben kann. Ihr könnt das Ganze auseinanderschrauben, gibt es in unterschiedlichen Vorrichtungen jetzt zum Plattenwagen. Ne? Das ist hier ein recht günstiger. Der liegt, glaube ich, bei 50 Euro oder 70 Euro. Markennamen kosten 130 Euro und aufwärts. Dann könnt ihr jetzt Platten reinstellen. Wir haben jetzt hier mit so dicken Gummimatten haben wir noch hier zwischengelegt. Und dann haben wir das Glas hier reingestellt mit den Glassaugern. Und dann konnten wir das wunderbar hin und her manövrieren und dann zum Terrassendach schieben. Ne? Der hier, genau, Plattenroller nennt sich das Ganze. Der hier hat eine Traglast von 275 Kilo. Der hat zwar, anfangs hat er so einen Knick gemacht, aber der hat der hat es überlebt. So, dann gehe ich mit euch nochmal aufs Dach. Ja, ich werde nämlich heute die letzten Andruckleisten ansetzen. Und wollte ich das mal von hier oben zeigen. Das ist natürlich jetzt bei der Hitze eine Bullenarbeit. Also echt an alle Dachdecker, ne? Großen Respekt. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, hier liegt das Auflagegummi, da ist das Glas, das hat ungefähr 2 cm, 1,5 cm liegt es auf den Sparren und nachher kommt dann hier eine Aluminiumleiste drauf, die wird dann verschraubt und dann kommt ein Deckel drauf. Da könnt ihr den Deckel sehen, ne? Wird oben drauf geknipst, das heißt, du siehst dann die Schrauben nicht mehr. Ja, und dann ist das Projekt auch schon fast abgeschlossen. Ne? So, jetzt hier oben angekommen. Natürlich ein bisschen wackelig auf die Knien, wenn man das nicht tagtäglich macht. Aber es geht. Ich versuche natürlich immer auf die Sparren zu laufen. Ich werde jetzt nochmal jetzt links und rechts die letzten zwei Andrucksleisten anbringen. Und dann, wenn ihr Fragen habt oder ihr wissen wollt, welches Werkzeug ich verwendet habe, welche Hilfsmittel und so weiter und so fort, das werde ich euch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn ihr Fragen habt, lasst die bitte da als Kommentar. Ich versuche die zu beantworten oder mache dann nochmal ein extra Video. Ne? Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin schon ein bisschen, was soll ich sagen, so ein bisschen K.O. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Bis dann. Ciao.